scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Ja, wir haben jetzt unsere wunderbare Martina, Martina Haller. Sie ist eine Senkrechtstarterin. Sie ist eine Netzwerkerin par excellence. Sie kennt Tausende von Menschen und sie ist immer positiv. Und ihre Marke ist immer lächelt sie und sie lacht so gerne. Sie liebt es, Menschen zu transformieren. Das ist ihre Aufgabe. Sie hat selbst daran gearbeitet, als Autodidaktin, als selbstständige Arbeiterin, weil sie sich für die Menschen interessiert. Schritt für Schritt. Und so macht sie Seminaren und unterstützt die Menschen in eine vollkommene Veränderung. Sie hat ihren Namen nicht verfehlt, Martina Haller. Und ihren Ruf hallt nach. Die Bühne für dich, Martina. Wow, danke schön, lieber Jean-Marie, für deine wertschätzenden Worte. Und wir kennen uns schon viele Jahre. Und durch dich bin ich auch zu den Impulsen Tag X gekommen. Und ich liebe es auch, hier die Anmoderation zu machen. Und wie schön ist es, selber anmoderiert zu werden. Danke schön dafür. Und unser Impulsgeber vorher, Ovid Dibron-Breton, hat gesagt, das volle Potenzial ausschöpfen. Und was braucht es dazu? Es braucht natürlich Mut und es braucht eine Entscheidung. In meinen letzten Gesprächen habe ich immer wieder erfahren, dass die Menschen, und ihr kennt diese Menschen bestimmt auch, ich hoffe, ihr gehört nicht dazu. Und wenn ja, dann lade ich euch ein, eine Entscheidung zu treffen und mutig zu sein, die schon so viele Jahre die Kündigung hier in dieser Tasche haben, weil sie ihr Potenzial nicht leben, weil sie unglücklich sind in ihrem Beruf. Und wenn wir schauen, warum sind wir hier? Was ist unsere einzigartige Gabe? Was ist das? Was ist unser Potenzial? Ja, wovon haben wir geträumt und wofür brennen wir? Weil wenn wir das herausgefunden haben, auch mal mutig zu sein, zu forschen, warum bin ich hier? Wer bin ich? Ja, was ist der Sinn des Lebens? Was erfüllt mich in meinem Leben? Ja, wenn ich das gefunden habe, dann kann ich nur noch strahlen, lachen, andere Menschen anstecken mit meinem Lachen und auch ermutigen zu sagen, ja, geh den Schritt, schau, was ist es? Und wir werden jetzt alle gefordert, unser Potenzial zu leben. Und da hat Ovidio gerade wunderbar schon eingeladen, den mutig zu sein. Wir kommen hier im deutschsprachigen Raum aus einer Fehlerkultur. Wir haben Angst, Fehler zu machen. Wenn wir es runterbrechen, dann sind es immer wieder die Ängste, die uns daran hindern. Die Ängste, nicht gut genug zu sein. Die Ängste, natürlich, Ovidio hat es auch gesagt, zu sprechen, ja, in der Kamera zu sprechen. Bei mir war es auf der Bühne zu sprechen. Angst vor Bewertung, ja. Mir haben auch die Knie geschlottert. Und dann der nächste Schritt war von der Angst raus in die Freude. Wenn wir das geschafft haben, dann sind wir erfüllte, glückliche, zufriedene Menschen. Und ich nehme so gerne, viele von euch kennen es vielleicht auch schon, diese Ebenen des Bewusstseins von Dr. David Hawkins, weil das ist genau die Arbeit, die ich mache mit Transformation in Minuten. Das ist eine ganz einfache Methode, die ich vor 12 Jahren schon angefangen habe zu entwickeln und immer weiterentwickelt habe und inzwischen Trainer, Coaches, Therapeuten zertifiziere zum TIM-Trainer. Und da ist Mut ein ganz wesentlicher Schritt. Und diese Ebenen von Dr. David Hawkins, ich habe sie euch hier vereinfacht mal aufgezeichnet, der hat mit seinem Team 20 Jahre geforscht, ja. Und ihr seht, was ich da grün angeschrieben habe, das ist Mut. Seht ihr das richtig rum? Gebt mir mal einen kurzen, weil ich sitze spiegelverkehrt. Okay, super. Das ist hier eine Skala von 0 bis 1000. 0 ist der physische Tod. Wenn ich ja mit meiner Kündigung in der Tasche rumrenne, dann lebe ich doch gar nicht. Also auch die Entscheidung, den Mut zu haben, ich lebe hier mein volles Potenzial in Freude und
auch in Leichtigkeit, ja, das ist es nämlich. Und das können wir nicht, weil wenn wir hier anschauen, was alles ist hier unter 200, da sind wir ohne Macht, da haben wir keine Kraft, da sind wir auch krank in unserem physischen Leib, ja. Wie viele Menschen sind denn auch krank? Das ist ja einfach nur, weil wir unseren schöpferischen Lebensplan hier nicht leben, weil wir ihn auch bisher nicht erforscht haben. Was könnte es sein? Was macht mir Freude? Den Freudeweg, ja. Ovidio hat uns die Berge gezeigt, ja, den Weg nach oben auf den Gipfel, ja, den Freudeweg zu folgen. Und was haben wir da unten wieder? Ja, die Ängste. Natürlich, da gibt es dann auch noch die lähmenden Ängste. Da sind wir ja in der Starre. Wir sind in einer sogenannten Apathie. Ja, wir können gar nicht handeln. Und wenn wir ganz weiter runterschauen noch, und jetzt geht es wieder los, diese ganze Propaganda, ja, mit Schuld und Scham, hier mit dem deutschen Volk, mit Schuld und Scham. Es braucht jetzt mal eine radikale Transformation von Schuld und Scham, dass wir das hier von unserem Speicher mal endlich runterschmeißen, weil dann können wir an die Ängste gehen und dann kommt die Wut erstmal noch stolz und deswegen Mut ist der Schritt, wo wir das erste Mal ins Handeln kommen und das hat Ovidio auch gesagt, ja, auch ins Tun zu kommen und vorher sind wir gar nicht fähig, eine Entscheidung zu treffen, Mut zur Entscheidungskraft. Weil was dann passiert, ja, wir kommen in unsere Kraft wieder, wir sind wieder in unserer Macht, eigenermächtigt und dann geht's erstmal los, ja, Neutralität, Akzeptanz, dann kommt die Liebe und was ist denn über der Liebe? Die Freude und die Heiterkeit, da macht das Leben doch erst richtig Spaß und wenn wir die Dinge, die auch im Unterbewusstsein natürlich denken, wenn wir die mal transformiert haben und mit Tim Transformation in Minuten habe ich in den letzten 12 Jahren bewiesen, dass es auch Spaß machen darf, dass es auch leicht gehen darf, dass wir uns Dramen nicht mehr anschauen. Wir schauen uns keine Filme mehr an. Wir rühren auch keine Dramasuppe mehr auf, denn es braucht einfach nur die Entscheidung. Ich will meine Vergangenheit jetzt in Dankbarkeit loslassen und ich kann sie auch noch segnen und dann zu schauen, was ist es denn, was mich hier in diesem Leben ausmacht? Was ist denn das volle Potenzial? Und was kann ich der Menschheit geben? Was sind meine Werte? Und das ist die Einladung heute hier an euch. Schaut, wie könnt ihr es schaffen? All das, was da unten ist, was euch schwächt, ja, was euch in die Ohnmacht bringt, wie könnt ihr das transformieren? Sind es Ereignisse meistens ja aus der Vergangenheit, oft frühkindlich und es ist auch inzwischen bewiesen, es können Ereignisse sein aus früheren Leben, die in dieses Leben einwirken und alles kommt jetzt nach oben. Also die Menschen, die schon viel auf dem Weg waren, die schon auf dem Gipfel waren und wieder runtergegangen sind, um jetzt den nächsten Menschen zu helfen, auch mit auf den Gipfel. Ich nenne das befreite Menschen befreien. Und mein Zitat zum Abschluss heißt, verletzte Menschen verletzen, missbrauchte Menschen missbrauchen und befreite Menschen befreien. Dankeschön.